Ja, das Besondere an der heutigen Fortbildung besteht einfach darin, dass die Gastroenterologie ein natürlich sehr, sehr tolles Fach ist, das hohes theoretisches Wissen verlangt, das aber auch enorme praktische Fähigkeiten verlangt, zum Beispiel in der Endoskopie und auch in der Sonographie. Die Endoskopie ist ein Verfahren, bei dem wir mit kleinen Endoskopen, also mit kleinen Optiken, über den Mund oder über den After in den Körper letztendlich vorgehen und dann Speiseröhre oder Magen oder den Dickdarm beurteilen und können damit auch Operationen durchführen und können komplexe Eingriffe durchführen. Es ist natürlich jetzt wichtig in der Ausbildung, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese Techniken erlernen können. Und für mich als Chefarzt der Abteilung ist es natürlich wichtig, dass ich auf der einen Seite den Mitarbeitern garantieren kann, dass sie diese Fähigkeiten gut erlernen können. Auf der anderen Seite bin ich aber meinen Patienten es schuldig, dass sie nur von erfahrenen Ärzten untersucht werden. Und um diesen Spagat zu schaffen, haben wir im Klinikum Simulatoren, das heißt Phantome, an denen unsere Mitarbeiter üben können. Das heißt, sie können mit dem Endoskop die technischen Fähigkeiten erlernen, wie bediene ich ein Endoskop, wie bewege ich mich mit dem Endoskop, wie führe ich diese Eingriffe durch. Und erst wenn ein Mitarbeiter diese technischen Fähigkeiten an diesen Phantomen perfekt beherrscht, bekommt er die Erlaubnis, auch an Patientenuntersuchungen mit teilzunehmen. Damit schaffen wir einfach für den Mitarbeiter ein sicheres Umfeld, ohne Stress und ohne Angst, diese Technik zu erlernen. Und zum anderen können wir dem Patienten gewährleisten, dass er von gut ausgebildeten, erfahrenen Ärzten untersucht wird. In der Medizin ist Gott sei Dank die Entwicklung sehr, sehr dynamisch. Und gerade in den letzten 2 Jahren haben wir ja mit der Corona-Pandemie erhebliche Probleme gehabt, Fortbildungen mit unseren Mitarbeitern oder auch mit niedergelassenen Kollegen zu machen. Aufgrund des Kontaktverbotes in der Zeit haben wir viele Fortbildungen online gemacht. Das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Baustein gewesen. Aber natürlich ist es ganz anders, eine Fortbildung im direkten Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen zu machen. Man kann sich besser austauschen und man kann natürlich auch besser die Fragen, die bei den Fortbildungen auftreten, dann auch gezielt beantworten.